Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute teilen wir mit euch ein Problem, was sehr viele BMW-Fahrer betrifft und sehr, sehr viel Geld kostet. Und in dem Video werden wir besprechen, welche Lösungen es gibt, was BMW da anbietet und welche Lösungen man ja am besten auswählt für einen, wenn man eine nachhaltige Lösung wünscht, die für immer halt hält. Es geht um das Thema mit der elektrischen Lenkradverriegelung. Das ist die elektrische Lenksäule und hier haben wir die elektrische Lenkradverriegelung. Das heißt, wir haben sozusagen hier, das ist sozusagen der Stecker, der die Lenksäule entspannt und verspannt. Es ist ein Teil der Wegfahrsperre des Fahrzeugs. Die Wegfahrsperre besteht aus drei Komponenten: die elektrische Lenkradverriegelung, das Motorsteuergerät und die Wegfahrsperre. Das Motorsteuergerät befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite. Das heißt, in dem Bereich, egal ob das ein 1er ist, 3er, 5er, 6er, völlig egal, in dem Bereich. Die Wegfahrsperre befindet sich im Fahrerfußraum. Schlüssel ist klar. Wenn ihr ein Fahrzeug fahrt, was ab 2004 gebaut wurde, bis 2012, haben diese Fahrzeuge alle eine elektrische Lenkradverriegelung. Außer die Premium-Fahrzeuge wie zum Beispiel ein X5, ein X6 und ein 7er. Und auch die aktuellen Modelle haben natürlich keine Lenkradverriegelung mehr, weil dieses Konzept hat sich leider nicht bewährt. Wenn ihr ein Problem damit habt und ihr werdet ein Problem früher oder später damit haben, dann ist es eine sehr teure Angelegenheit. Wenn man im Internet etwas recherchiert, wird man sehen, dass diese ganze Thematik kostet einem so zwischen 3.000 bis 3.500 Euro. Warum so viel? Weil BMW tauscht nicht nur die elektrische Lenksäule aus oder die Lenksäule mit der elektrischen Lenkradverriegelung, sondern die tauschen auch das Motorsteuergerät aus und die Wegfahrsperre mit beiden Schlüsseln. Oft ist es so, dass man erstmal natürlich mit einer Geschichte anfängt, die kostet dann um die 1.000 bis 1.500 Euro, aber das geht halt weiter, weil diese Komponenten bestehen aus drei Komponenten. Viele Möglichkeiten oder viele Probleme können wir auch aus der Ferne lösen. Das heißt, wenn wir euch so ein Kabel schicken, braucht ihr einen Laptop mit Internet und Windows und wir können auf das Fahrzeug zugreifen, bestimmte Programmierungen durchführen, Updates durchführen und viele Softwareprobleme auch lösen. Diagnosen durchführen, was mit dem Motor ist, mit dem Getriebe, dass man auch eine Handlungsempfehlung hat für Fahrzeuge, die man hat. Oder wenn man ein Fahrzeug gerade kauft, dann weiß man, was man kauft und hat eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer. Dieses Problem ist leider sehr, sehr komplex. Deswegen, wenn ihr dieses Problem habt, müsst ihr uns Sachen zuschicken. Wir brauchen einmal das Motorsteuergerät, wir brauchen einmal die Wegfahrsperre, entweder die ist grau oder die ist schwarz und einen Schlüssel. Je nachdem, ob bei euch die elektrische Lenkradverriegelung verspannt ist und das Auto halt sich nicht mehr bewegt oder ob das Lenkrad sich frei drehen lässt, davon ist abhängig, ob ihr uns die Lenksäule zuschicken müsst oder nicht. Welche Lösungen gibt es? Es gibt verschiedene, sagen wir so, es gibt zwei vernünftige Lösungen, die wir anbieten. Eine dieser Lösungen funktioniert so, dass wir das System komplett wiederherstellen, so wie es sein sollte. Das heißt, die elektrische Lenkradverriegelung wird funktionieren. Wegfahrsperre, alles ist aktiv. Das ist eine Lösung. Aber diese Lösung hält natürlich nicht für immer. Diese Lösung wird natürlich in der Garantiezeit halten. Das heißt, ihr bekommt die gleiche Garantie wie bei BMW, wenn ihr 3 oder 3.500 Euro bezahlt habt. Und ihr werdet ein funktionierendes Fahrzeug haben. Wir bieten aber auch eine alternative Lösung zu demselben Preis an, die nachhaltig ist, die für immer ist. Das heißt, ihr investiert ein einziges Mal und das Problem ist für immer beseitigt. Wir werden oder können das Fahrzeug so modifizieren, dass die Wegfahrsperre aktiv ist, das Auto sicher ist, aber dass wir das Auto so modifizieren, dass die elektrische Lenkradverriegelung nicht mehr funktioniert. Wie bei den modernen Fahrzeugen, wo das System einfach nicht mehr existiert, weil es sich nicht bewährt hat. In dem Fall, wie gesagt, ist davon abhängig, wenn bei euch die Lenksäule zum Beispiel sich frei drehen lässt, so wie in dem Fall zum Beispiel mit dem Lenkrad, ne, dann brauchen wir die Lenksäule nicht zuschicken. Ihr müsst einfach bei dem Fahrzeug die Lenksäule entriegeln lassen, dass sie einmal entriegelt ist, egal, indem ihr Zündung anmacht oder vielleicht ist sie eh schon entriegelt. Und ihr müsst den Stecker, den hier, den elektrischen Stecker, der an der elektrischen Lenkradverriegelung reingeht, müsst ihr einfach abziehen. Das heißt, bevor ihr das Motorsteuergerät, bevor ihr die Wegfahrsperre sozusagen ausbaut, ihr müsst dafür sorgen, dass die elektrische Lenkradverriegelung frei ist, bevor ihr uns die Sachen zuschickt, vorausgesetzt, ihr habt euch für die Variante entschieden, dass wir das Auto so modifizieren, dass ihr keine elektrische Lenkradverriegelung habt.
Und dann ist das Thema für alle Zeiten erledigt. Natürlich gibt es im Internet viele Lösungen. Diese ganzen Lösungen haben wir natürlich alle probiert, alle sozusagen durch. Man kann sich einen Emulator kaufen für ein paar Euro im Internet. Aber genauso, was man bezahlt, das bekommt man auch. Der Emulator soll die elektrische Lenkung, sondern die Lenkerverdrehung simulieren. Das ist das Gleiche, wenn ihr bei BMW 1000 Euro bezahlt für eine neue elektrische Lenkerverriegelung, das Problem wird dadurch nicht gelöst, weil ihr habt nicht das Motorsteuergerät bearbeitet und ihr habt nicht die Wegfahrsperre ausgetauscht. Und nur so kann man das Problem nachhaltig lösen. Es gibt auch zum Beispiel Fälle, wo der Zähler der elektrischen Lenkerverriegelung zurückgesetzt wird. Kann man machen, kann jeder Programmierer. Aber das ist eine Sache von ein paar Tagen oder ein paar Wochen, wo das hält. Das Problem wird wiederkommen. Und leider ist es meistens so, diese Problematik kommt dann wieder, wenn man es am wenigsten braucht. Ne? Dann verriegelt die gesamte Lenksäule und dann muss man das komplett ausbauen oder ausbauen lassen. Deswegen, solange die Lenksäule noch sich entriegeln lässt und ihr nur eine Fehlermeldung habt, nutzt die Zeit, baut das aus oder kommt vorbei und wir haben da eine Lösung, die halt vernünftig funktioniert und halt auch für immer hält. Je nachdem, wenn ihr natürlich vorhabt, so ein Auto lange zu behalten. Und das macht bei den aktuellen Fahrzeugen sehr, sehr, sehr viel Sinn. Wir merken auch, viele Menschen wollen ihre alten Autos behalten, statt sich diese ganzen E-Autos zu kaufen. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch am besten telefonisch oder per E-Mail und wir werden da euch ein Angebot machen, was es für Möglichkeiten gibt. Habt ihr noch kein Problem mit der elektrischen Lenkerverriegelung, seid euch sicher, das Problem wird kommen. Wenn ihr wisst, ich habe hier ein cooles Auto, den würde ich noch 5, 6, 7 Jahre fahren, dann hat man auch die Möglichkeit, im Vorwege das Fahrzeug so zu modifizieren, dass die elektrische Lenkradverriegelung nicht mehr funktioniert. Das heißt, das Problem wird nicht passieren, nicht kommen und es kostet deutlich weniger, als wenn ihr das Problem schon bekommt, also um genau zu sein, die Hälfte. Das heißt, wenn ihr sozusagen das noch rechtzeitig macht, solange der Fehler noch nicht da ist. Wenn sowas interessant ist, teilt gerne das Video, abonniert unseren Kanal, damit ihr auch wisst, welche Probleme die Fahrzeuge haben, damit ihr dem Ganzen folgen könnt. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Erfahrung gesammelt habt mit diesen ganzen Systemen, dass auch andere davon profitieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.